Hallihallo, ich bin's mal wieder, der Somnidelius Solertius. Ich möchte in diesem heutigen Video meine frisch angelegte Playlist Fake-Wissenschaftler und ihre Inszenierungen vorstellen. Ich verspreche euch schon mal, dass die Corona-Pandemie ein absoluter Hauptfokus dieser Playlist sein wird. Das heißt, ich werde in dieser Playlist unter anderem die Adligen hinter einigen Fake-Virologen aufdecken, die auch als TV-Experten haufenweise unschuldigen Fernsehzuschauern eine Panikblase ans Ohr laberten. Doch will ich jetzt in dieser Playlist nicht direkt anfangen, Christian Drosten, Lothar Wieler und Co. als Kunstfiguren von Adligen zu entblößen. Vielmehr zeige ich zuerst in den nächsten beiden Videos dieser Playlist meine allgemeinen Beweise dafür, dass die Pandemie nur künstlich inszeniert war. Und mit allgemeinen Beweisen meine ich Beweise, die komplett unabhängig sind von den Aufdeckungen der Fake-Identitäten. Damit meine ich Beweise, die auch von Wahrheitssuchenden verstanden oder geteilt werden, die nicht an Fake-Identitäten glauben. Mein Grund für dieses Vorgehen ist, ich will erstmal darstellen, worin das Verbrechen gegen die Menschheit an sich besteht, bevor ich den Tätern die Maske vom Gesicht reiße. Ja, also sozusagen, ne? Oder anders gesagt, bevor ich Fake-Virologen als Betrüger und Existenzzerstörer bloßstellen kann, will ich erstmal allgemeine Prinzipien darstellen, nach denen der Betrug gegen die Menschheit organisiert war, um erstmal die Grundfeste freizuschaufeln, die wirklich die enorme Intensität des Verbrechens aufzeigt, nämlich des Wissenschaftsbetrugs, der dann die letzten 3 Jahre begangen wurde. Bei der Überzeugung, dass die Corona-Pandemie ein künstlich inszenierter Betrug an der Menschheit ist, muss man vor allem eines tun: Gesicht zeigen. Es gibt zwar viele, die diese Position mit dem inszenierten Betrug vertreten, also relativ viele zumindest, aber dann doch zu wenige, die diese Position auch außerhalb ihres Facebook-Freundeskreises vertreten. Deswegen möchte ich heute in diesem Video vor einer größeren Öffentlichkeit, nämlich auf YouTube, mein Gesicht zeigen. Und zwar als felsenfest überzeugter Impfgegner und Maßnahmekritiker. Sollt ihr alle ruhig wissen. Ich will mich damit nicht als Narzisst in den Mittelpunkt stellen, aber mich als Gegenenergie anbieten. Wir haben, also um es mal so auszudrücken, in den letzten 3 Jahren sehr oft eine Art plumpe Gewaltenergie zu spüren bekommen, mit welcher der Drache der Systemmedien, sage ich mal, ein Feuerstrahl der absoluten Diffamierung auf alle Ungeimpften auskotzte. Und gegen diese plumpe Gewalt will ich heute meine Herzenskraft mit dieser neu angelegten Playlist als friedliche Gegenenergie etablieren, manifestieren, anbieten. Damit dieses Bekenntnis meinerseits mehr Wirkung hat, zeige ich mich ab jetzt klar mit Gesicht. Ich weiß genau, dass mich hier auf YouTube mehr Leute sehen als auf Facebook, wo mich nur meine gleichgesinnten Mitstreiter aus der Freundesliste und aus meiner Just-Stage-Gruppe wahrnehmen. Und deswegen möge dieses kleine Bekenntnis, das ich hier jetzt eingestreut habe, seine Energie freisetzen. Ich wünsche mir auch, dass die nächsten beiden Videos, die ich in diese Playlist hochladen werde, ganz viel von dieser Energie freisetzen werden.
Ja, in den nächsten beiden Videos wird es um die bereits erwähnten Allgemeinbeweise gehen, also um die Beweise, die unabhängig von der Aufdeckung der Fake-Identitäten sind. Im ersten Video davon werde ich sehr ausführlich die kuriosen Umstände schildern, unter denen das Unternehmen BioNTech komischerweise schon relativ lange vor Ausbruch der Pandemie darin eingeweiht war, was für ein Impfstoff während der letzteren gebraucht werden wird und spezielle Förderungen bekam, diesen Impfstoff am schnellsten herzustellen und auch entsprechend Impfstoffkapital wegen dieser Privilegierungen damit machte. Ihr kennt ja vielleicht alle diese Adresse von BioNTech an der Goldgrube so und so, Mainz, ja. Aber ist sicherlich nur wieder so ein weiterer dummer Zufall. Das zweite Video wird dann einige weitere Beweise für die Inszenierung der Plandemie eher nur zusammenfassen, wie zum Beispiel die Plandemie-Übung Event 201, die 4 Monate vor dem eigentlichen Ausbruch der Plandemie stattfand, veranstaltet vom Weltwirtschaftsforum. Dann noch als weitere Beweise kommen dazu die mathematisch deutlich nachweisbaren Statistikfälschungen bei Corona-Toten und vor allem bei Inzidenzwerten. Die Unzuverlässigkeit des CT-Wertes beim PCR-Test von Drosten, die Übertriebenheit der, also die absolute Übertriebenheit der Hetzkampagnen zur Apartheid zwischen Geimpften und Ungeimpften und. Durch die Aufdeckung all dieser kleinen Nebensächlichkeiten wird dann das Grundgerüst gelegt werden, auf dem die Pandemie wirklich als abgesprochener Wissenschaftsbetrug erscheint. Und darauf aufbauend werde ich dann in den nachfolgenden Videos wirklich die Wissenschaftsbetrüger konkret als Adelige aufdecken. Wie zum Beispiel Christian Drosten, Nota Wieler, Tedros Adhanom Ghebreyesus oder wie der heißt, komplizierter Name, aber auf jeden Fall meine ich den Generaldirektor von der WHO, Albert Bourla, den Chef von Pfizer, all diese krummen Gestalten werde ich als Adelige aufdecken. Dazu kommen dann noch in dieser Playlist Theoriewiderlegungen und Fake-Identitäten aus anderen Bereichen der Fake-Wissenschaft. Als da wären zum Beispiel der zusammengelogene Klimatreibhauseffekt, der Stuss von der CO2-Reduktion und dann noch vielleicht ab und zu diese LGBTQ-Agenda, gemäß der es 1000 verschiedene Geschlechter gibt und kleine Kinder mit Hormonblockern zugepumpt werden sollen, um ihr Geschlecht frei wählen zu können. Also dazu mache ich hier vielleicht in der Playlist auch ein paar Widerlegungen. Ja, kann man, glaube ich, auch sehr viel zu sagen. Ja, also an dieser Stelle beende ich das Video jetzt mal, denn ich denke, das reicht jetzt als Einführung in diese neu angelegte Playlist Fake-Wissenschaftler und ihre Inszenierungen. Und somit verabschiede ich mich dann mal wieder. Euer Somnidelius Celertius. Ciao.